Hi Leute, servus, ich bin der Renton, da ist der Raven King, hier ist der Renton. Da ist der Raven King. Gut. Ich guck grad schickt uns Intros, dabei. So wie das Ende, was ihr eben gesehen habt, haben wir eine Aktion laufen und ich habe noch weitere. Ich kann mich färben, Ich bin immer rosa, so, ich habe nämlich andere Gegenstände, ich habe gerade gesehen, der hat weiß. Das habe ich schon eben gehabt, das letzte Schulfach, ja, was so gut war in der Schule, das haben wir gehabt. Ja, wir haben viel über unsere schreckliche Vergangenheit gell? Du warst fett, ich war klar. Ja, ich war fett und klar. Gulli Deckel, hab ich so hässlich. Ja. Jo. Genau, das muss ich auch noch machen hier. Reparieren. Ah, das drin. Reparieren und Scheißdreck machen. Ich guck grad. Endlich! Ah, es hat mehr Rüstwert. 638. Zieh ich da, oder? Obwohl, ich mach nochmal. Zieh ich da, kann ich's aus? Mach nochmal, ich hab genug. Ah, dann zieh ich auch. So. 60. Weil wir sind jetzt Level 60, ist nicht mehr weit bis zu Level 70. Wir sind schon Ende 60. Junge. Ende 60, ja. Ende 60. Staubbeutel. Was ist denn das? Ja, wie jedes Mal gibt es eine Frage für uns und für euch zum Mitbeantworten in den Kommentaren. Leute, danke. Achso, nee, freu ich Diablo 3 kommt echt gut aus, soweit. Freut mich wie die Sau, der Raven King 8, der ist nur gerade konzentriert. Ist auch schön, dass ihr immer dazu schreiben, immer gucken, immer dabei sind. Das ist der Hammer, das ist echt der Hammer. Wir haben am Anfang haben wir Videos gemacht, wo dann vielleicht viermal geklickt wurde. Dreimal war ich, einmal war er. Und die Likes. Echt? Und das, wirklich zwei Jahre lang. Oh. Also wirklich, das haben wir ja. Das haben wir ja wirklich lang gemacht, ne? Wirklich lange. Sehr erfolglos. Haben wir jetzt schon 1000 Videos mittlerweile? Nee, ich glaube noch nicht. Noch nicht. So, können wir jetzt weiter? Ja. Nein, nein, lass mal kurz. Bitte. Oh, der mit seinem. Ach, guck. Mit dem Kram, nein, mit dem Kram. Warte mal. Ich will es machen. Wie siehst denn du aus? Ja, gleich sehe ich cool aus, ich sag dir das. Der immer mit dem Färbe und dann kauft er sich die nächste Stunde, muss das Ganze noch einmal gemacht werden. Ja, ist doch nicht teuer, ich bin noch nicht Stunden fertig. Rumrennen muss er sich immer färbe. Außerdem haben wir noch gar nicht geskillt, wenn es wissen will. Wie geskillt? Ja, das ist jetzt gleich, was ich mach. Ja, erklär's mir bitte. Warte mal kurz. Erstens geh ich nochmal da hier. Fertigkeiten haben wir neue. Ach so. Pff. Gibt's den Scheiß immer noch? Ah jo. Ich hab gedacht, du musst jetzt nochmal speziell irgendwas skillen oder so. Nee, oder? Auch noch besser. Hab's gleich. So, das. Ja, guck ich auch nochmal neu, gleich. So viel mal nett neu. Ja, der Anfang zieht sich ein bisschen immer, bis die Frage endlich kommen, die wir euch stellen. Ah! Oh. Guck mal, sieht der schick aus, der Raven King. Ist das ein hübscher? Doch, ein schadlicher. Ja, ich finde mich jetzt ganz ja, cool. Ja, haben wir's jetzt. Jetzt haben wir's, ja. Guck mal, wie cool die aussieht. Ja, geh raus jetzt, ich will Ammo. Ich will Ammo. Ich will doch Ammo. Ich hab gar keinen Helm. Ah, doch. Das so, ist bei dir so ein Ding. So Stirnscheiß-Ding da, hä? Arschlecke. Ich hab keine neue Skills, groß. Doch, doch. Doch, doch. Was ist denn das X? Ha! Das ist fein, fein. Da haben wir schon alles. Das haben wir auch was sich Neues. Bestätigt sich eigentlich das? Was man am Anfang gesagt hat, eigentlich der Schmied ausbilde. Du kriegst eigentlich im Moment ganz gute Gegenstände, obwohl. Ja, ich hab noch nichts gemacht bei dem, ne? Also groß, so. Guck doch mal, ab Level 60 gibt's wieder Sache. Ja? Ja. Guck ich gleich. Und der Rest. Guck ich schon mal, ganz schnell. Du erzählst in der Zeit mal was? Muss ich denn erst ausbilden? Ich erzähl was. Ah ja, noch ein bisschen ausbilden. Ja. Ja, genau, am Anfang haben wir überhaupt gar nicht viel Response. Es muss nicht viel sein, aber manchmal so ein bisschen wissen, wo man steht und was weiß ich. Wir können auch gern immer wieder Wünsche äußern. Was weiß ich, machen wir das, machen wir das. Wir kriegen nicht alles hier, weil wir auch nicht jetzt ein hundertprozentiger Fundus an Spieler hin, aber wir versuchen jeden Wunsch eigentlich zu erfüllen. Die meiste, ja. Ne? Und falls ihr aber sagen, wir machen auch sowas oder so. Was ist denn jetzt los?
Dann kann man auch mal gucken, ob man mal Channel-Werbung macht oder so. Also nochmal danke an die Unboxing-Boys, die haben das jetzt mal für uns gemacht. Mhm. Und ja, ganz locker, wir haben jetzt über 400 Abonnente. Abonnente, wir haben jetzt ein Jubiläumsvideo rausgebracht, ein Musikvideo. Und ansonsten fällt mir nichts mehr ein, ich trinke meinen Tee weiter. Obwohl ich weiß, dass Renten das Gegurgel nicht mag. Das Gegurgel? Oh, das geht. Das ist komm, ach komm, das geht mal auf den Sack. Ich will jetzt spielen, verdammte Scheiße. Geil hopp. Aus. Ja, hopp, weiter, komm. So, alles klar, die Frage für heute. Nenne mir Lieblingsfilme, wenn es nur um die Special Effects geht. Die Frage gilt auch an euch. Also Filme, wo dir die Special Effects besonders gut gefallen, am besten Szene, ne? Würde ich doch mal sagen. Ne? Ich habe eine Doppel-DVD-Box mit das, die Reise ins Labyrinth. Mit dies und das. Ich mache jetzt mal alt und neu, okay? Die Reise ins Labyrinth und der dunkle Kristall. Und das ist beides von Jim Henson. Er möge in Frieden ruhen. Hast du gesehen, wie der Big Bird gesungen hat, wie er beerdigt wird? Nee. Dass der Big Bird rausgekommen und hat einen Song für ihn gesungen. Ich hab geheult. Ach, kannst du auf YouTube sehen. Okay, ist echt schön gemacht, ist super. Auf der Abschiedsfeier haben sie dann extra den Big Bird kummellos einfliegen lassen. Nee, aber... Weil er nicht fliegen kann. Wir mögen fliegen. Du, jetzt bin ich auch schneller. Bitte. Ja, einfach geil, was Jim Henson so gemacht hat für viele andere Filme. Alter, und generell, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber Leute, die was mit Puppe machen, mit Puppe arbeiten, werden aus dem Geschäft gezogen. Ich sag nur Star Wars Episode 1, den sie jetzt neu überarbeitet hätten, weil sie lieber Special Effects für die Yoda nehmen als Puppe. Das heißt, die Kinder kriegen heutzutage überhaupt gar nicht mehr mit. Dass man was mit der Hand machen kann. Ne, wird alles am Computer gemacht, ja, weil es billiger ist. Einfach, weil es billiger ist. Das war ein Künstler, ja, für mich allein auch die Puppe Spieler. Krass, wie man das alles hinkriegt ohne Technik. Ist für mich übrigens auch ein Grund, warum ich so auf ältere Horrorfilme stehe. Ja, weil alles mit super geile Puppe gemacht wurde und auch die Effekte alles per Hand gemacht. Und alles richtig, und richtig wenn geil. Wenn viele sagen, die Gummimonster Kaiju-Filme, gerade Godzilla und Mothra und sowas, guckt euch das mal, was da Erbe drin steckt. Was die Leute ganze Städte aufbauen oder Stadtteile aufbauen. Und dann wird's abgebrennt. Einfach nur zu zerstören. Nee, aber richtig gut gemacht. Man sieht schon, dass es Modelle sind, aber trotzdem, so viel Liebe zum Detail und da hockt nicht einer nur am Rechner. Gucken euch mal den Angry Video Game Nerd Film an, der auch nur per Hand gemacht wird und da sind auch viele solcher Szenen drin, wo alles mit Hand gemacht wird, finde ich auch cool. Auch wenn er dir nicht so gefallen hat, aber ich finde es geil, wie viel Arbeit die sich gemacht haben. Ja, obwohl er es auch hätte am Rechner machen können. Was man jetzt bekennen darf, klar, Avatar, aber ich gehe jetzt bei Avatar nicht euer, weil über Avatar ist genug gesagt worden. Der Film ist super teuer produziert, super gut gemacht. Nur Geduld. Ich will es auch nicht auf Action sehen, oder was weiß ich. Super Effekte, hat hinter dem Horizont. Sau geil. Robin Williams möge auch in Ruhe fliegen. Friede, Ruhe fliegen. Ich hab die Wurst. Ah, das ist der Wurst. Kennst du schon das neue PlayStation 4 Spiel? Plotwurst. Ja, hinter dem Horizont. Plotwurst. Ein super toller Film. Die Frau, die dann auch stirbt, wo er ja dann sucht im Jenseits, war ja dann Malerin. Und dieser ganze Jenseitsbereich ist ja am Anfang als Gemälde aufgebaut. Richtig super gemacht, richtig schön gemacht. Stabdom ist mal hier, oder? Ja. Und was ich bis heute noch klasse finde, Jurassic Park Ends, die Effekte. Super. Bis heute, und ich habe den Trailer vom Nike gesehen. Jurassic World. Ich weiß nicht, wo dran es liegt, aber ich finde, diese Dinosaurier sehen noch immer am besten aus. Aus dem Ersten, ne? Aus dem Ersten, noch immer. Tut mir leid. Das ist wie Donkey Kong Country. Ich finde, der Erste sieht am besten aus. Egal, was für Donkey Kong ich mir angucke von der 2D Jump'n'Runs. Donkey Kong Country Ends ist für mich das Schönste. Ja. Wie gesagt, es kommt bei mir, bei Special Effects, nicht drauf, dass man riesige Explosionen hat oder was weiß ich. Ich konnte nicht länger. Heute werden.
Finde ich noch cool. Kennst du Immortal? Diese französische Produktion? Ich glaube, ja. Und die Götter wieder auf den Welt kommen? Ja. Die Effekte sind im Vergleich zu heutigen Animationen nicht bahnbrechend oder so. Aber das ist ein Film, der auch wieder Stimmung aufbaut. Und auch wieder so einen Kunst-Ursprung hat. Und ich finde den auch klasse gemacht, obwohl er, ja, er ist jetzt High-End, aber. Guten geil. Film, der auch kein gutes Special Effects hat, wo aber durch Kamerafahrte oder nur durch die Winkel so viel Stimmung und Atmosphäre bringt, ist Clockwork Orange. Ja. Ne? Mal als Beispiel. Warum komischen Deutscher durch? Und da guckt er mal Shining aus, die Szene, wo das Blut aus dem Fahrstuhl kommt. Oder neben aus der Tür, ne? Definitiv. Oder ist das ein Fahrstuhl oder wo ist die Tür? Das ist ein Fahrstuhl. Sau geil. Oder die Szene, wo die Nacktussi rauskommt und dann ist all die Tussi. Noch nicht. Wenn ihr mal sehen wollt, was man mit der Hand alles machen konnte und was heute noch gut aussieht, gucken John Carpenters Das Ding. Das ist Weitererzählung von Das Ding aus einer anderen Welt von der 50er. Der Schild. Aus der 50er. Und das ist meiner Meinung nach einer von der geilsten Horror-Splatter-Filme, die es gibt und ist mittlerweile sogar uncut ab 16. Also greift auf jeden Fall zu. Den hätte ich echt ab 16 gemacht. Ja, aber ja, ist halt so. Aber ist sehr, sehr gut gemacht. Jo. Der Anfang zieht sich ein bisschen vielleicht, aber es lohnt sich. Und tut euch einen Qualle und guckt nicht der neue Das Ding. Er ist gut, aber bei weitem nicht so gut wie der alte, weil halt eben so viel mit dem Computer gemacht wird. Einer von den Gründen, warum ich den Film so geil finde, sind die Special Effects. Und wenn es jetzt noch um Film geht, den ich nur noch Special Effects beurteilen müsste, ist mein Lieblingsfilm, ist auch so eigentlich mein Lieblingsfilm, der originale Dawn of the Dead von George A. Romero. Und dann, ihr schaut den Film, ihr denkt, ah, das sieht ja ganz cool aus und mit den Zombies und bla bla bla. Und dann gucken wir uns Making of, was der Tom Savini, die Sex Machine von From Dusk Till Dawn, der hat nämlich die Special Effects gemacht, spielt in dem Film auch selber mit, der spielt der Rocker. Bike off und gucken mal, was der alles gerissen hat in dem Film. Hat übrigens Night of the Living Dead auch noch einmal neu aufgelegt, ja? Das ist der, wo relativ billig produziert war, oder? Ja, das war der erste, ne? Ach, von George Romero. Dawn of the Dead ist der zweite von George Romero. Und Night of the Living Dead, der erste, gibt's noch mal als Remake vom Tom Savini, der die Special Effects für den zweite gemacht hat. Das ist ein bisschen kompliziert, aber so ist es. Ja, ekelhaft, gell? Das ist ekelhaft, der Typ. Ist eine ekelhafte Drecksau, nee, gell? Ohne Witz. So. Wow. Jetzt kann ich ihn dranhängen, aber ich wäre fast... okay. Warte mal. Den kriegst du von hier aus nicht. Den fucking Schatzgoblin. Wo steht er? Ohne? Aber doch kann ich das schon mal den F... Ja, okay. Lass mich mal versuchen, Tom. Ja. Ob das klappt. Weitere Special Effects, die wirklich super sind, lass ich mal überlege. Oh. So, ganz langsam. Oh. Sobald das steht. Zack. So, und jetzt? Einfach steht bleiben. Achso, ja, okay. Wenn der jetzt allein gestanden wäre, hätte ich ihn einfach so platt machen können. Okay. Weil der hätte mich nicht bemerkt, weil ich kann, bevor er mich bemerkt. Ich die Distanz auch so platt machen. Boah, ich finde meine helle Bade richtig cool. Du musst mal gleich mal in deinem Menü zeigen, oder? Bild steht. Ach komm schon! Na also. Ich bin gespannt, wie viel Kette mehr noch gekriegt. Drück mal. Ja. Geil. Die leuchtet auch so schäge, gell? Ja, ist aber geil, ob das. Sogar nur gelb. Sogar nur gelb? Ja. Sogar nur gelb? Ja, Filme mit. Klar, Star Wars, die erste, ne? Ja. Die hätten super Effekte gehabt. Wobei man sagt, Star Wars, Episode 4. Ajo, kannst du sagen, warum hast du das gemacht? Ajo! Die Oberfläche vom Todesstern sind alte Rebellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt von Rebell ist, aber ich sage jetzt einfach von Rebell. Von Rebell? Serie 28B! Genau.
Das waren alle Schiffmodelle, wo sie einfach die Teile einfach so aneinander gebappt haben und zerbröselt haben. Weißt du, dass in Episode 1 das Funkgerät, was der Qui-Gon benutzt, ein Rasierer ist? Von Gillette? Echt? Ja, nur die Klinge abgemacht. Da steht da. Da hätten sie dann das Produkt gezeigt, gibt's halt Bilder. Nein. Ja, man kann. Wenn er draußen steht und der wüscht auf, wie heißt der Planet? Mos Espa? Mos Eisley. Aber Mos Espa ist gleich drauf, oder? Tatooine. Wenn es doch erst gespielt. Ist doch Tatooine. Sind die auf Tatooine? Wo es Podracer-Rennen ist? Ist doch Tatooine. Ja? Ich weiß es nicht. Nein, ist es nicht. Mos Espa. Oder heißt die Stadt nur Mos Espa auf Tatooine? Weil das Level in Episode 1, das wir gespielt haben, hieß Arena von Mos Espa. Noch nicht. Nämlich. Hey, wo bin ich jetzt? Wer ist Tatooine, Mann? Der Tatooine ist der Planet, wo der Luke herkommt. Ajo! Das ist schon der gleiche Planet. Ja, weil er da drauf sitzt. Ja, hallo. Da wohnt doch der kleine Prinz kommt auf seinen kleinen Drecksplanet. Kleine Prinz, hallo! Ich bin deine Schwester und will dich ficken! Du schläfst ja schon! Ich hab deinen Kuss auf die Backe gegeben und danach ins Gesicht. Ja, Arschback. Die Arschback. Ne, Star Wars, schöne Filme, schöne Filme. 800 Special Effects her, muss man sagen, sieht heute noch super aus. Ja? Kann man sich nicht beschweren, groß. Selbst wenn man es wollt. Was mich stört, sind die neu hinzugefügten Special Effects. Wenn sie dann, wenn sie über die Wüste gehen und auf Emo siehst du dort die 3-4 digital hinzugefügte Viecher. Wir wollten die Welt lebendiger wirken lassen. Das wirkt wie Scheiße, du Arschloch. Scheiß George Lucas, kriegt der Hals nicht voll. Der kann's nicht lassen. Ich hoffe, dass der nächste Blu-ray-Release mit der Kinoversion kommt, jetzt wo es in Disneys Hände ist. Weil sonst wird sich wieder keine Blu-ray gekauft. Und ich will auch Episode 1 nicht, wenn ich den Yoda nicht als Puck drin hab. Will ich nicht, ich unterstütze den Scheiß nicht. Und da können sie die Box runtersetzen, wie sie wollen. Ich kauf's nicht. Diese scheiß Blu-ray-Box ist eh noch da, genug. Will ich mal nicht holen. Ich meine klar, die wirklich Ur-Kino-Fassung, die kriegst du nicht. Kann ich vergessen. Nee, deswegen hab ich's. Aber trotzdem, weißt du, ich hab auch die DVDs, wo diese Kino-Version drauf ist. Ich habe Star Wars Episode 4 bis 6 auf VHS und nichts anderes kommt im Moment ins Haus. Ja, aber da gab's auch die Special Editions, ne? Ja, und das ist auch eine Special Edition. Dann sind da schon Inzug. Aber ich hab's für 3 Euro gekriegt. Ah, gut. Und es fuckt mich trotzdem, ich hab's noch mal als aufgenommene Version von ProSieben. Da war schon mit Special Effects. Ich hab's nicht geschafft, diese Filme zu kriegen und ich weigere mich auch, diese Filme zu kaufen dann. Es gibt doch die DVDs, holt ihr doch die. Die, wo ich hab, du ist die. Sind aber sauteuer, die kosten 18 Euro. Echt? Ja, echt, stimmt. Ich hab für meine 8 pro DVD 20 bezahlt, aber ich wollte sie haben, weil die Kinoversion drauf ist. Ja. Und das habe ich mir nicht entgehen lassen, ja. Noch nicht bereit. Ne? Ich seh's aber auch als euch, so viel Geld immer per Box auszugeben, das tut mir leid. Ja gut, die Box, wo sie da hängen, die würde ich mir eh nicht holen. Ich weiß nicht. Die waren bei 60 Euro, das ist so wieder. Ne, ich seh's halt nicht ein, dass die Kinoversion nicht drin ist, wenn sie bei den DVDs schon drin war und dann hole ich mal keine Blu-ray-Box. Einfach aus dem Prinzip, egal wie geil ich Star Wars finde, aber ich mach das nicht. Es ist zum Kotzen. Und noch was, ja. Ne, schon oft gesagt. Aber echt. Nee. Das sagen sie auch noch öfters. Wie habt ihr das nur noch nicht bereit machen können? Oder warum gucke ich mir Star Wars Episode 3 an? Episode 6 an? Die Ewoks feiern. Ich denke mal, oh, gleich kommt nochmal der Schauspieler, wo der Darth Vader früher gespielt hat. Das sehe ich so gern, die Szene. Und der scheiß Hayden Christensen! Nicht so laut! Und der scheiß Hayden Christensen, fuck you, steht da. Und ich denk mir, das Mikrofon kann schreien, aber nicht in mein Ohr. Scheiße. Und das hat für mich der Film alle. An dieser Stelle. Alter. Der ganze Tour, sorry. Alter, mein Ohr piepst. Nee, jetzt muss aber mal gesagt werden. Der hat mir die ganze Star Wars Stimmung, nachdem ich die 3 Filme gleich am Stück geguckt habe, kaputt gemacht. Hey Raven King, ich hab gehört, dir gefällt Star Wars. Dieses scheiß Hackfresse. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich bin echt auf Episode 7 gespannt. Scheiß, es gibt nur 2 Darth Vaders, die es verdient haben, Darth Vader genannt zu werden. Und das ist, mir fallen die Namen gerade nicht. Ich aber die sind's. Nee, pass auf, der Schauspieler, der es gespielt hat, in der 70er, 80er. Und der Sprecher. Also genau, das Body Model, der drinsteckt hat,
Botti. Botti. Botti Mottl. Und der Schauspieler, ja. Und es gibt sonst kein andere. Nix. Nix. Oder? Es gibt sonst kein andere. Nee, nicht der einzig wahre. Wir haben Viertel noch Silver. Sollen wir hier an dem Checkpoint Schluss machen? Ja, machen wir Schluss. Ja, machen wir Schluss, ne? Weil wir haben nicht so viel Zeit. Ja, ne? Ist einfach noch, so. Muss man. Türkistan zurück. Muss man einfach sagen. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir hätten wahrscheinlich noch 100.000 andere Filme mit geilen Special Effects aufzählen können. Wenn die uns eingefallen wären. Leute, wir freuen uns auf eure Kommentare. Danke für die Unterstützung. Danke für die Intros. Danke für die Likes. Danke für die Abos. Danke für alles. Danke, Mama. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss.